Seiten. Wir brauchen Langstreckenwaffen nicht nur für die besetzten ukrainischen Gebiete, sondern auch für den Einsatz auf russischem Territorium, um Russland dazu zu bringen, Frieden zu suchen. We know all the situation is not like enjoying time together. We have really serious things to discuss, so I would suggest to step in immediately to do whatever we can. And good luck and congratulations, of course, for your success in Kursk. And on the other hand, I would like to express my condolences with regard to the attacks on Poltava and the terrible victims you have to suffer. So, and thank you for your support from all your country government. A little bit later, I will have meeting with Chancellor, and I know that you had very productive meetings with our Minister of Defense. Thanks to very serious support from Germany, the second of the biggest supports. So from the very beginning of the war, you are with us. Thanks to your people. Ja, auf jeden Fall können wir daraus schließen, dass Zelensky die Lage als überaus ernst bewertet und vor allen Dingen, dass die westliche Strategie des so lange wie nötig, das as long as it takes, gescheitert ist, weil es zu einem zu wenig, zu spät an allem geführt hat und damit die Ukraine ungeheure Opfer hat. Es geht auch darum, der Ukraine die Erlaubnis zu geben, weitreichende Waffen in Russland einzusetzen, so wie Friedrich Merz das diese Woche auch gefordert hat und zu Recht gefordert hat. So mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung die Ukraine in einen Zwangsfrieden zwingen will, eine Art Minsk III, und dass man sie durch langsames Aushöhlen der Unterstützung, zumindest von deutscher Seite, unfähig macht, Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Was die Ukraine braucht, sind wirksame Zukunftsperspektiven in EU und NATO, sind aber auch wirksame Waffen und vor allen Dingen auf der anderen Seite wirksame Sanktionen. Heute sind rund 50 Nationen wieder in Ramstein zusammengekommen und bemühen sich, so schnell wie möglich die dringend benötigte Hilfe in die Ukraine zu bringen. Dazu gehört Luftabwehr, Panzer, Artilleriemunition und seit kurzem auch die F-16-Kampfflugzeuge. Insgesamt hat diese Koalition seit Februar 2022 über 1,6 Milliarden US-Dollar für die Ukraine bereitgestellt. Und unsere Freunde greifen weiter tief in die Tasche. Wenn man den Anteil am BIP betrachtet, dann tun 12 der Länder mehr für die Ukraine und die Selbstverteidigung der Ukraine als die USA. Можно будет когда-то все это развернуть назад, то, что там сейчас творится? То, что народ в своей массе нам брат, об этом мы не просто говорим, мы это знаем. И те люди, которых Запад привел к власти путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада превратить страну в нацистскую угрозу, очередной раз нацистскую угрозу Российской Федерации. Это не получится, это уже всем понятно. Но судороги какие-то, агония, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой Курской акции, они очевидны для всех. Поэтому наше дело правое. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.